dass das eine Aufnahme ist. Ja, Weil stimmt. das kann ich dir nicht sagen. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich das Szenario mache. Ach so. Ja, was wolltest du mir sagen? Wer auch Hast du mal. mich deswegen angegriffen? Hat Kirby dir das gesagt, dass du mich angreifen sollst? Ja, wieder 80 Prestige, so läuft. Hä? Was hat das Nee. damit zu tun? Refeed hat dich angegriffen, weil du Refeed. Scheiße gebaut hast und ihn das nicht gefreut hat, was du gemacht hast. Ich meine, Violets Aktion kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich gar nicht. Ja, irgendwie bräuchte ich die hanseatische Flotte hier. Ja, der hat ja gerade nichts vor und außerdem ist seine Flotte, glaube ich. Oh, der hat schon eine ziemlich gute Flotte. Ach so, na gut. Ja. Auf jeden Fall nicht so schlecht wie die österreichische. Ich Hast du überhaupt befürchte Schiffe? fast, ich muss Ja, meine Protestantisch werden. österreichische Flotte. Ich befürchte, ich Als muss nächstes mal Protestantisch was von werden. deiner Paris ist coolen Mission Protestantisch erzählen. geworden. Scheiße. Das ist Nein. ärgerlich. Das ist richtig schlimm. Dass Paris Protestantisch geworden ist. Ja, ist doch schön. Das kriegst du niemals konvertiert, nicht mit 15 Ich Gold. hab Rom konvertiert, mich kann nichts aufhalten. Sag mal, Flo, was ist eigentlich dein Ziel Man so wird mit halt deinem protestantisch. Drei-Fronten-Krieg? So nenne ich es einfach mal. Überleben. Ja, aber wie aus. Warte mal, was sind das denn für. Swedish Conquest? Swedish Oh. Reconquest? Oh, Und das da kommt andere Oh. ist. Moskau kommt. Der Krieg gegen Polen war doch der erste. Ja, Ja, Moskau ist danach hat er halt nochmal Moskau. Kriege erklärt. Moskau hat mir gerade 10.000 Truppen weggefetzt. Ja, braucht er Hilfe. Ja. Weiß noch nicht, ich glaube, noch Sind geht's. 12 Truppen, okay. Alter, Naja, das ist also jetzt die wenn ihr Flotte, die den wollte in einem Jahr, General was von ist das Moskau verdient hier? seht. Ah ne, das ist der Litauische. Naja, den haben wir ja vorhin schon, Ich aber. finde das schön, wenn 700 Rebellen auf einmal immer sterben. Ach, es ist schön anzusehen. Das erfreut mein Herz. Alter, ganz ehrlich, Brandenburg geht mir echt hier ein bisschen auf die Nerven die ganze Zeit mit seinem Mist. Ja, sag ich doch, mach die entfernen, dass sie keine Kurfürsten mehr sind und gib's dann mir. Ich wehr dich auch immer. Kannst du auch doppelten Kurfürsten Tischen geben? Ja, können wir gerne machen dann gleich. Aber Oh wie Gott, gesagt, ich kann ja keinen Gott. Krieg Ich glaube, wir erklären, sollten also. doch runterkommen. Was? Ja, gut, dann lasse ich mal Schweden hier seinen Dänemark vasalisieren. Das können wir uns auch später noch holen. Ja, 2 Jahre noch, dann kannst du ja Krieg erklären. Oh. Also Polen hat keine Lust mehr. Moskau denkt sich jetzt. Also Moskau würde mir nicht mal eine Provinz geben. Ah, Moskau reinstratzen. Ist Man gerade kann Dezember, im übrigens. Frühling Könnt kann ihr man eigentlich mit reinlaufen. Litauen separaten Frieden machen? Ich bin nicht Guck Kriegsführer. mal, wem. Mit Litauen geht's, ja. Ich Ach, habe noch Litauen hat ja Zeit. gar keine PU. Okay. Ja, ich Ja. meine, da könnt ihr es ja doppelt ausnutzen, mehr oder Ich weniger. tanze ein bisschen, oder? Ja. Oh, jetzt werden die gerade die ungarischen Truppen abgeschlachtet. Ja. Oh Habt nein. ihr. Ich hab grad irgendwas auf meinem Weg nach Polen, habe ich irgendwelche Truppen zerstört. Ich möchte übrigens eventuell die Empfehlung aussprechen. Dass wenn Schweden das will, dass ihr mit dem einen Frieden macht, dann würde vielleicht Moskau weniger Chancen berechnen oder wie auch immer die KI das macht. Ja, gut, Litauen ist halt noch voll dabei. Sie denken sich so, voll boah, dabei. Krieg. Boah, geile Sache. Ich bin hier immer noch am Es gibt Tanzen. Krieg. Rotono. Ja. Claudio, du Hä, wie habe ich denn die fragst. eine Provinz da hinten belagert? War Polen das. ist War das. halt tot, aber. Polen ist halt tot. Ja, das Samuel ist Problem nur ist halt, so dass. halb tot. Also beim nächsten. Also auf jeden Fall Bündnis mit Moskau aufkündigen, weil das ist immer nervig. Ja. Es kostet auch mal schöne Punkte. Ach. Ich verstehe auch nicht, warum nicht Schweden schon viel schneller bei Novgorod drin war. Jetzt erst passiert. In Moskau Wieso, weil er schon. andere Dinge zu erledigen hat? Norwegen und so, oder was? Dort schon eine scheiße Ich weiß, Deadline Schweden hatte. hat gleichzeitig zwei Angriffskriege und einen Verteidigungskrieg. Einziger Grund, dass ich ihn nicht angreifen konnte, ist, weil seine dumme Flotte da im Öresund rumgammelt und ich da nicht durch kann. Dann lauf halt über Moskau dahin. Ja, damit ich bis ich da bin, erstmal meine ganze Armee verliere, auf jeden Nee, Fall. natürlich. Warum? Ist doch gerade Frühling. Arktische Winter. Und der hat da 40 gesammelt. Nein, mein Ja. König ist tot. Ja, dann holt mal ihr eure Truppen hierher. Ich hab noch 27. Die laufen nach Trakai. Keine Ahnung, wo die genau hin wollen. Dein Regency Council ist aber auch brauchbar, repeat. Naja. Der deutsche Orden hat Kommt gerade zu zwei dir? Siegpunkte Kann verloren, noch by the way. Willkommen! Willkommen! Na.
Ja, ich lass sie angreifen, da kommt immer alle hierher. Bleibt mal da stehen, Deutsche Orden. Sonst greift er nicht an, glaube ich. Nee? Der greift oder so nicht an. Auf, dann greifen wir einfach an, ey, mein Gott. Ja, so. Wut! Warte, er kommt zu mir. Kommt zu dir? Aber, okay. Ja. Am 8. Mai ist er da. Ach komm schon, ernsthaft? Okay, ich greife jetzt an. Ja, wir greifen jetzt an. Für Sparta. Sparta. Die Überreste der litauisch-moskauischen Armee. Ja. Wir sind trotzdem durchgehend 9. Was habt ihr denn nochmal da gesammelt? Was haben wir wo gesammelt? An Truppen, weil ich wo. Weil ich hier fast 60.000 gerade gehabt oder so. Oder 55.000. Ja, gut, ich habe halt keine Manpower mehr. Jetzt hätte ich noch ein paar mehr. Ah, mein Nachfolger ist auch wieder praktisch. Ja, mein Nachfolger ist auch echt gut, aber das Problem ist, er ist halt die ganze Zeit immer noch im Regentschaftsrat, aber nur noch ein Jahr jetzt. Dann geht's los. Ja, würde ich auch sagen, dann geht's los. Gell? Jetzt haben wir 60 Moskau und Moskau und Litauen sind immer noch so. Boah, Krieg. Sag mal, wie hast du Venedig erobert ohne Flotte? Warte, bis wir die Flotte weggezogen hatten. Taktik, ich hab's nicht hinbekommen. Er kam, dass ich rauflatschen wollte auf die. So, Moskau hat keine Truppen mehr. Ja, aber die haben immer noch Bock. Jawohl, auf ja. Ups. Finnland hat keinen Bock mehr. Aber Finnland kann. Die haben immer noch hohe Kriegsmüdigkeit. Enthusiast. Ja, wir müssen mal Moskau belagern hier. Lass einfach mal Litauen belagern, das reicht glaube ich schon. Lass ja, ich glaub mal nicht. Nach Russland gehen, im Winter. Es ist Juli. Ja, und bei Napoleon und bei Hitler hat das ja auch gut geklappt. Ja, echt mal. Auch im Juli los Deutschland gibt es immer noch, ja. Ja, gut, Frankreich auch. Scheiß Katholiken, Schweine. Die mag ich auch nicht. Niemand mag Katholiken. Und ich mag gar keine Katholiken. Und dabei bin ich selber einer, oh mein Gott. Jetzt ist schlecht, jetzt habe ich gerade den Truppentyp gewechselt und jetzt hier im Rebellenchaos. Frankreich! Scheiße. Ja, ich habe gerade selber Rebellen. Ah, die Drecksschweiz, die will mich echt veräppeln, ne? Ich habe eh hier ein Problem, das sind eh französische Fanatiker. Französische Fanatiker. Französisch ist ja neue Religion, boah geil. Dann ändern einfach mal die Kultur in Kosmopolitan. Komm Russland, schick nochmal deine Truppen los. Jetzt du, EP, ne? Ich gebe auch gerne die ganze verkackte Punkte aus, ne? Diese ja, Provinz. Ne, ne, noch mehr ne. Ne, 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 ne. Also Moskau hat schon mal keinen Bock mehr, Litauen ist immer noch voll dabei. Litauen halb belagert, boah. Ja, Litauen sieht sowas halt nicht ein. Litauen ist immer voll dabei. Die sind einfach enthusiastisch, die lassen sich gerne schlachten. Jawohl, großartige Neuigkeit. Was denn? Die Bibel wurde übersetzt. Großartige Neuigkeit. Nein! Aragorn, willst du geht Aragorn nicht in die Koalition gegen Kastilien, sondern gegen mich? Was? Adlige sind besorgt. Also, wir sind beide in der Koalition gegen dich. Ja, aber es gibt's doch nicht. Gegen Kastilien gehen. Aragorn hat doch viel mehr genommen. Die haben Barcelona genommen. Das ist 700.000 aggressive. Mal schlimmer. Doch. Das ist die KI, die ja, ist halt, er wieder. Die kriegt halt. Ah, ich will endlich die Gegenreformation. Weiß irgendeiner, wann die kommt? Irgendwann kommt der mit dem noch die General wieder erst. In Litauen. Scheiße, jetzt hab ich die Truppen nicht. Rettet Mainz! Ja, ich bin da auf dem Weg. Schützt Mainz, genau. Der hat nur 1-3. Litauen versucht alles immer und immer wieder. Ja, echt mal. Ja. Die bluten sich quasi selber aus damit. Na, aber noch haben sie Lust.
What? Dass Polen keine Lust mehr hat, kann ich verstehen. Daniel, die Schweiz hat mittlerweile ihre Kurs verloren. Ja klar, ja, bis erst mal safe. Schweiz, greift dich nicht an! Nee, die machen Ansprüche drauf, also aus dem Grund. Macht also keinen Unterschied. Ja. Ich sollte mal aufhören, die ganze die religiöse Einheit durchzusetzen, aber die meinen die ganze... Alter, was soll denn das? Franka, ich will mich eigentlich veräppeln jetzt. Was ist denn? Ja, ich habe jetzt gerade wegen dir 20 Reisautorität verloren. Warum sehr ich? Gut. Ja, weil er konvertiert ist und alle seine Vasallen damit auch. Weiter so. Immer hinten. Ja, sorry, aber ich hatte einfach mal rein. 40% religiöse Einheit. Das gab mehr Protestanten als Katholiken. So. Ja, dann sag das doch einfach vorher. Dann kann man das ja regeln, dass du das machst, wenn ich null Autorität habe und nicht einfach einfach so random, dass es dann einfach wieder Kacke ist. Also Teutonic Order. Frankreich, du bist endlich der richtigen Religion gejoint. Das ist doch prima. Also du willst keine Kardinäle haben, ja? Gott sei Dank. Da treffe ich ja sowieso nur auf Huren Hass, wenn ich mir einen nehme. Also ja, das dich juckt. Darum geht es nicht. Ich bist Mighty so, Frankreich. Ja, ich bin on the way. Ich würfel gerade so gut an. 0, 1, 3. 3. Kommt ihr denn? Moskau. Oh, 9. Wo ist denn die Litauen? Ja, gerade da, wo meine Truppen reingekommen sind, würfelt halt erstmal eine 9. Ja, die anderen Truppen brauchst du gar nicht mehr dazu. Ja, egal. Besser zu viel als zu wenig. Ungarn, sag ich schon. Ungarn ist schon angelockt oder was? Ah, jetzt hat Litauen auch langsam keine Lust mehr. Wer? Litauen? Ja, Litauen hat auch bald keine Lust mehr. Läuft doch. Ein Separatfrieden. Ich stationiere mich mal in Riga, ne? Mach das. Will irgendjemand außerdem wissen, wie viel Kredite Polen am Laufen hat? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Frieden mit Litauen machen? Ja, oder? Pass auf, das Coole ist halt, Polen, you have reached your maximum number of allowed loans. Ja, das heißt, sie sind gleich bankrott. 5 Punkte haben sie. Bankruptcy looming. Ja. Läuft bei denen, oder? Ah. Ja, dann würde ich schnell aus Polen rausgehen, weil die werden dann mit Rebellen geflutet. Ja, nein, nee, oder? Nee, solange sie die... Oh, nö, oder? Och, ihr wollt mich verarschen. Was denn? Ja, sobald mein Herrscherschiff bin ich wieder aus dem Game, weil ich schon wieder einen weiblichen fucking Nachfolger habe. Ja, aber du kriegst gleich ein Event, eigentlich. Marie-Therese, ja, da kriegst du immer eigentlich ein Event. Oder sie geht jagen. Oder sie geht jagen, ja, genau. Von beiden. Sie geht jagen. Ah, ja, dieses Spiel, ich habe irgendwie voll das Gefühl, dass sie mich hier die ganze Zeit backstimmen. Ja, tut mir leid. Dafür wohl dir der Böhmer ewige Bündnistreue garantiert. Das nützt mir recht wenig. Das ist furchtbar, oder? Das ist Ironie des Lebens. Die Frage ist dann nur, ob ich auch... Ich Kaiser werde oder Frankreich. Wenn das wirklich jetzt eintreten sollte. Das wäre einfach eine Sau, der Witz, ja, wenn Frankreich jetzt Kaiser werden würde. Du würdest werden, weil Trier mich nicht wählt, weil Trier noch katholisch geblieben ist, die Säcke. Also, und bei der Pfalz fehlt mir nur ein bisschen. Also da wäre ich dann auf Platz 2, aber bei Trier weiß ich gar nicht. Nee, bei der Pfalz bin ich jetzt schon wieder Platz 2. Ja gut, aber eigentlich, was ist denn, also wenn jetzt Österreich zum Beispiel direkt stirbt, eine Frau, wie wird das denn aufgeteilt? Dann kann niemand mehr für ihn stimmen und dann kriegt... Dann wird der zweite dann wahrscheinlich. Also ja, danach kommt, ja, ist so, als wenn sie unter eine Personalunion fallen würden, was genau mit ihrer eigenen Personalunion dann nicht geht, aber rein von der Theorie her. Aber sie müssten irgendwann diese pragmatische Sanktion bekommen. Also. Ja, ist halt ja einfach richtig scheiße jetzt. Werden. Da könnte man natürlich auch mega rumtrollen. Ja, Alter, dann ist aber selber schön. Ich hab katholische Fanatiker, die zu den Rittern überlaufen wollen. Ja, ist doch. Mitten in Frankreich. Ja. Interessant. Geil. Okay, können Sie lieber. Litauen hat jetzt keine Lust mehr. Ja, wollen wir dann jetzt mal Frieden machen oder? Ja, ich versuch mal. Also, ich hab mal gefragt, was ihr wollt. Achso, gut. Gucken. Ja, schön. Ja, also, ich krieg ja nichts. Ja, du kriegst Moldawien dafür. Ganz gerechter Tauschhandel. Kannst du dir selber holen. Moldawien versus Polen und Litauen. Dafür hast du ganz Ungarn.
Dafür hat... Ja, eben. Ja, ganz Ungarn, damit hat, haben aber die nichts zu tun. Ah, hört doch auf, alle die ganze Zeit zu konvertieren, ihr kleinen Spacken. Was soll denn das? Hm. Können wir bitte schnell den Krieg beenden, damit ich von Ulm dieses Land wieder zurückfordern kann? Moment. Alter, was hat sich denn Ulm jetzt alles gekrallt? Ja, war, fällt mir auch gerade so auf. Alter, Alter. Man kann endlich den ulmerischen Schriftzug lesen. Du musst Hack noch einmal. Gut, bei drei. Mega bei drei also, Buchstaben. Das eine gehört zu Polen, das kann ich dir gleich erst geben. Also, Moment. Okay. Schweden ist halt groß. Dem müsste halt Einheit gewinnen. Egal. Das passiert schon noch irgendwann, keine Angst. Okay, das funktioniert so. Skania hat sogar 5 Schriftzüge. Nicht schlecht. So, jetzt muss, fünf Schriftzüge? Jetzt muss ich gucken, ob das so funktioniert. Ja, Sizilien, Korsika, Sardinien, Hauptland und Venedig. Und Ragusa. Ja, seltsam. Venedig siehst du ja nicht, glaube ich. Venedig hat auch 3. Du hast ja Mailand geholt. Die haben, mit 10 hat sich Mailand geholt, ja. Viel, ja. Geil. Okay. Wovon redest du? Mailand? Hey, Mailand ist doch schon längst von der Karte. Venedig. Mantau. Mailand. Venedig. Ja, ich hab mir Venedig geholt. Neapel. Also es ist Venedig ohne Venedig. Das gibt 100 Sinn. Ah, oh, die Information. Nicht Lichtenburg und das ist doch ein Witz. Doch. LOL. Reformierte nein, sogar. Nein, mega nicht fett. Dieser. Och, Alter, ist das ein Scheiß. Oh Mann. Okay, jetzt geht's. Wieso denn da unten? Das ist doch voll Fick-Scheiße dreckig. Ja Leute, jetzt habt ihr zu lange gewartet. Jetzt. In der jetzigen Hauptstadt, sagen wir so. Jetzt kann ich den Dings nicht mehr zurückfordern. Den, was soll denn das? Das soll in meinem. Oh, einfach Ulmein auf die Nase oder was? Richtig doch. Ja, doch, du kannst doch ruhig. Noch. Du bist doch noch im Krieg, das ist doch das Problem. Ja, bist ja natürlich, aber er würde jetzt nicht mehr annehmen. Mein Freund, weil er jetzt angefangen hat, einen Chor zu machen. Oh, okay. Ja. Ja, das macht allerdings Sinn. Haben wir vorher nicht bewusst. Nein. Unglaublich. Reformieren ist ja mal geil. Handelseffizienz. WTF. Quasi ja, geschenkt. Mit dem nächsten Update wird reformiert auch irgendwie besonders gemacht. Ja, ich weiß, kriegen wir ja. Ein paar Boni. Boah, ja, Krakau. Krakau. Soll jemand Krakau spielen? Ja, ich. Darf ich dann ein Vasall werden? Ja, klar, das kann ein Vasall sein. Hey, hast du den genommen und als Vasall freigelassen, oder was? Ja, weil ich hatte keinen Bock, 350 Punkte dafür zu bezahlen. Ah, pragmatische Sanktion, Gott sei es gedankt. Warum haben sie deine Frau, deine Tochter umgebracht? Nee, aber die geht's nein, das bedeutet, dass jetzt die Frau Kaiser werden kann. Solange alle zustimmen. Ach so. Solange wer alles zustimmt, hä? Halt, ich weiß nicht, es werden ja ein paar Leute gefragt, ob man da zustimmt oder nicht, glaube, habe ich in Erinnerung. Ja? Ich glaube, Frankreich wird gefragt, Böhmen wird gefragt, 3 der 7 Wähler werden gefragt. Spanien noch. Ja, genau, Spanien. Und, weil sonst weiß ich nicht. Vielleicht ja, und woran sehe ich jetzt, dass das funktioniert hat? Keine Ahnung, das kommt glaube ich noch ein Event hinterher. Wenn ich das nicht in Erinnerung habe, aber ich kann es nicht. Interesting. Mir war nicht mehr bewusst, dass es dieses Event gibt. Beziehungsweise dann würde es irgendwie kommen, dass es nicht passiert oder so. Ich habe auch keinen Plan. Aber wenn ich hier das was bekomme, dann sage ich es. Meins! Banda? Oh mein Gott. Moment. Oh mein Gott. Meins. Meins hat mich gebackst, ne? Warum? Meins wählt jetzt dich anstatt mich. Ja, weil ich jetzt ein Bündnis. Weil ich jetzt ein Bündnis mit ihnen gemacht habe. Nein! Wieso gibt es eigentlich schon wieder ein Kreuzzug gegen die Türken? Welcher Fiesling war das? Das ist doch schon ewig her, dass Frankreich das gemacht hat. Aber jetzt wer ist jetzt eigentlich Kontrolleur der Kurie? Der Papst, Gott. Weil der alle von mir auch noch bekommen hat. Ist ja unfair. Wir haben langsam alle ab. Frankreich ist da ein paar Rebellen oder was sagst du? Ja, das ist nur ein paar. Ja, vor allem auch noch in allen Bergprovinzen, in allen, in den Pyrenäen. Das ist halt echt so. Ich hab ehrlich gesagt, ich hab gleich volle Dings, volle Admin Power. Ja. Ja, echt noch Bauklotz schämt sich, dass du es ihm noch nicht gesagt hast. Der hat 8 Stunden was, achso jetzt.
Tja, liebes Frankreich, wer erobert auch schon die Pyrenäen? Ja, ja. Da leben die iberischen Bergvölker. Sowas wie die Schweizer. Ja, jetzt habe ich das hier. Ich habe pragmatische Sanktionen, kann ich entweder pro Habsburg, dann magst du mich und bekommst Stabilität, neutral verlierst Stabilität und Anti-Habsburg bekommst Stabilität und Österreich mag mich nicht. Ja, wenn du mich jetzt nicht sau backstabst, dann machst du bitte ja. Klar, was, ich hab ja nichts dagegen. Jawohl, ja, der Freistaat Krakau existiert. Ach ja, und das Jawohl. Event mit der Iberischen Hochzeit kann bis 1550 passieren, ne? Nur mal so. Jetzt ist mir Aragorn ja auch scheißegal. Und die, seit wann das? Die katalanischen Patrioten gehen jetzt nach Spanien. Geil. Und Spanien geht gleich los. Na gut, aber Spanien kriegt ja wahrscheinlich die Hochzeit, wenn sie nicht ganz retarded sind. Ja, gut, aber na, guck mal, die Pfalz versucht hier die französischen Rebellen zu töten und schaffen es nicht. Kurz auf K. Ja, mit C, wenn du weiter so Krieg führst, wirst du die Koalition niemals los. Jetzt ganz kurze Frage, Hauptplatz, hast du das... Alter, hast du viel aggressive Expansion. Was mein hast Gott. Gesagt, hast du gerade gehört, dass ich eine Idee ausgewählt habe? Weil du dieses Geräusch gemacht hast, wenn man die Idee auswählt, dieses Gefühl. Ich habe das Geräusch gemacht. Nee, keine Ahnung, ich hatte gerade Spanien angeklickt. Vielleicht ob du das gehört Idee. Hast, hat er gefragt. Ja, weil... keine Ahnung. Ja, hab eine nette aggressive Expansion. Nur ein bisschen. Ein bisschen viel, aber. Oh! Egal. Oh, das ein ist. Ein bisschen. 162. Okay, meinetwegen könnte der Polnisch nicht sterben. Also, wenn du zukünftig kriegst, dann das immer gegen Venedig und Neapel gleichzeitig. Ich wusste gar nicht, dass es auch orange werden kann. Der Farbe. Nach Rot kommt Orange, alles klar. Musst du das nicht? Ah, wenn Krakau. Ja, wenn du direkt König, immer rot. Wenn der König von Krakau stirbt, krieg ich das direkt. Das wäre gut. Ja, der Graf. Regentschaftsrat. Der König von Krakau. Ja, der König von Krakau. Ah, der bist der Herzog. Aber ich finde Krakau hat eine coole Farbe. Ja. Ja, kann man sich angucken, ne? Mann, ey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Provinzen sind noch katholisch. Bei dir. Oh, ich mache jetzt mal meine Mission, er schafft eine Flotte. Das mache ich auch. Ich würde ja sagen, jetzt geht mal langsam Frankreich, der hat schon wieder Magdeburg erobert. Brandenburg meinst du? Ja. Ja. Ich bin gerade noch ein bisschen mit Ulm beschäftigt. Also hat er keine Lust gehabt, ja. Böse Preuße. Ich jetzt, was das bedeutet, keine Lust zu haben. Achso, Ulm geht ein bisschen. Yeah, ein Scheiß. Warum ist der deutsche Orden noch nicht protestantisch? Weil ich mir noch nicht leisten kann. Weil er wahrscheinlich nicht Preußen werden darf. Doch. Werde nicht Preußen. Werde nicht Preußen. Solltest du Preußen gründen, minus 20 Siegpunkte. Ja, das reicht doch. Du kannst ja schnell protestantisch werden. Also, ja, da verliere ich halt wieder unendlich viel Punkte. Warum hast du das nicht ganz am Anfang gemacht? Ja, da war ich etwas im Minus. Kann er ja, wenn dann nach der nächsten Reform machen. Was ja wahrscheinlich. Ja, das Problem ist momentan. Aber wieso Punkte kannst du noch machen? Du gehst hier. Ja, ich bin ja gerade dabei. Mein Bayern ist ein Grund und Boden, der kann nicht noch mehr verlieren. Ihr könntet mal ordentlich Münster zusammenschlagen, die haben richtig viel. Ja, das stimmt. Ja. Also Münster sollte auf jeden Fall verdroschen werden. Oh ja, Münster. Ja, aber der hat halt eher Provinzen und keine Länder. Der hat kein Länder. Ja, der hat nur ein. Ne, der hat nicht mal ein Land. Der hat gar kein Land. Gar Mainz hat zwei. Ja, mit Mainz sind wir aber verbündet. Ja, sonst wartet doch, bis Münster mindestens Hessen tötet. Na gut, Berg können sie nicht töten. Und vielleicht, wahrscheinlich werden sie sich auch noch gegen Braunschweig wenden. Also von daher. Ach, Braunschweig hat schon wieder. Ultra. Was? Brandenburg erobert immer Magdeburg, kann das sein? Ja. Brandenburg ist immer auf die Fresse gehen. Immer wieder. Solange bis der Kaiser nicht. Er ist halt viel Punkte, ne? Also. Eigentlich mit deinem Krieg gegen Dänemark.
Müssen wir jetzt auch so langsam ins Bett. Ich überlege gerade, welche Provinz das ist. Noch ein Jahr spielen. Ich überlege gerade, dass ich morgen in der ersten, zweiten Stunde Deutsch habe. Das wird auch spaßig. Ja. Na, also um halb machen wir dann Schluss, also in 6 Minuten. Okay. Ich kann morgen ausschlafen. Fast. Unerhört einfach nur. Also ihr seid dann alle Samstag 16:30 da? Ja. Außer Michelle und ich nehme dann die Toskana mit. Ich will dann nochmal gleich ganz kurz mit dir reden, dass du mir kurz ein paar Infos gibst. Ja, ich sag aber schon mal, dass ich Samstag nicht so bombenlange kann, ne? Ja, ja, klar. Ja, Nevi, ich habe auch nicht vor, bis 5 Uhr morgens dann zu streamen. Ich mein, nee, kommen. Allgemein, weil ich muss halt ziemlich früh aufstehen. Ja, habe ich irgendwas Sonntag. Wir sind Samstag 16:30 hier, oder was meinst du? Achso, nee, ich war gerade kurz AFK und hab mir Obstsalat geholt. Nee, ich habe jetzt nur mal, also um halb machen wir gleich Feierabend in 5 Minuten. Okay. Und Samstag 16:30 spielen wir dann weiter außer Toskana, oder spiele ich dann aushilfsmäßig und gewinne dann das Spiel. und da ich nur das klingt nach einem Plan. Dürft ihr nicht extra aggressiv gegen mich vor. Warum ist Aachen eine Merchant Republic? Weil sie es können. Ich merke schon. Entlässt Aachen Handelsembargo gegen mich. Tja, jetzt geh mal tief in dich und überlege. Weil das kann. Das ist Spacken. Aachen wird bald frei. Was ist bald frei? Es, wenn Portugal es nicht geschissen bekommt. Brüssel hat es auf jeden Fall geschafft. Bauern, jawoll! Ist das eine Scheiße? Los, Manu, kurbeln! Was? Kurbeln! Für deine Prozente da. 78. 79. Ach, Quark. Da mich eher mit. Ach, du korst den ganzen Shit, den du da eroberst mit selber. Frag mich, wo du die Stabilität dafür hast. Da so eine Aktion starten. Ich habe jetzt den Anspruch schon mal. Und dann darf ich so oder so erstmal einen Krieg finden, der mich richtig ankotzt. Nein, mein General ist tot. Also ihr seid da aber alle nicht mit einem, sondern das hat Kailan zu tun. Sind wir ja froh. Sehen wir dann, ob ich. Sehen wir mal, ob ich nicht einstelle. LOL, ich habe gerade einen 3-6er General bekommen. Passt. Mit 100 Tradition oder was? Oder durchklicken? Keine Ahnung, ich habe 65 Tradition. Ich habe auch gerade einen 3-6er bekommen. Mal ganz zu schweigen von deinem. Was ist der Erbe? Ich habe einen 3-5-6 General bekommen. Genau, vom Pferd hast. 6 Manöver. Macht später gar keinen Sinn. Von meiner Herrscher ist ein 4-3-4. So. Ich habe die österreichische Flotte aufgebaut, ich habe 3 Schiffe. Ist das nicht geil? Ja. Das kann alles. Du, aber... Mach Sachen, wirklich. Ah, Mann. Ich hab auch nur 2 Häfen. Aber du bist der Kaiser, Mann. Du brauchst eine riesige, gewaltige Kriegsflotte, um die dann notfalls in die Nord- oder Ostsee zu verlegen, um dort die Feinde des Reiches aufzunehmen. Dafür habe ich ja den Hansebund und den Deutschen Orden. Also, die sind eigentlich nur die Reichsflotte. Reichsflotte Ost oder was? Nee, eigentlich nicht. Sehr schön, wie wir hier gesehen werden. Sehr schön, wie wir hier. Danke für den Siegpunkt übrigens, Mixel. Kriegst du die Provinz auch gleich wieder. Danke für den Siegpunkt übrigens, permanent. Danke für den Siegpunkt. Warte mal kurz. Also, ich sag jetzt mal, Sardinien-Piemont kriegt einen Siegpunkt, weil er Sardinien-Piemont gegründet hat. So, und wer hat noch einen Siegpunkt oder wie ich, war das? Ich hab Seemacht und Handelsideen. Warte. Also ich gehe mal davon aus, aber ich kontrolliere es trotzdem. Ja, das stimmt okay. Schon. Ja, klar. So, Hanse, noch ein Punkt. Und hast du jetzt schon 3. Also Frankreich ist natürlich immer mit 4 Punkten immer noch. Seemacht, den hast du doch erst angefangen. Teutonic Order? Ja, ich muss ja auch nicht, ich muss da gar nichts dran beimachen. 0. Achso, dann habe ich auch einen Sieg. Handels- und Seemacht-Ideen. Da bist du sicher, dass ich so geschrieben habe?
Also wenn man die anfangen muss. Ich habe bei einigen geschrieben, dass sie es an, dass sie es haben müssen und dass sie es voll haben müssen. Ach so, echt? Ja. Manche haben vollkommen. Danke dafür, by the way. Entwickel die Idee. Ja komm, ich geb's einfach, so egal. Also Burgund kriegt einen Siegpunkt, weil er Lotte und Handel hat. Yay, der erste. Frankreich ist immer noch Sieger. Teutonic Order hat leider 0 durch den interessanten Schweden, nenn ich's mal. Ich wollte jetzt nicht Backstabber sagen oder was auch immer. Backstabber, hust, hust. Vertraue keinen Schweden. Schweden. Vor allem nicht, vor allem nicht diesem Schweden. Unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht. Mein Lieblingswarmonger. Apropos Schweden, wie lange brauchst du noch, um Skandinavien zu gründen? Ne, muss. Boah, erstmal noch Sjaaland, bevor er das machen kann. Sjaaland haben und Oslo. Ja. So, okay, also ist jetzt 23.30 Uhr. Hat ja, warte, ganz kurz. Noch ganz kurz. Noch ganz kurz, zack, 1 Uhr morgens. Warte, noch ganz kurz, noch ganz kurz. Noch ein Jahr. Ein Moment, ein Moment. Da brauche ich nicht mehr schlafen gehen für die Schule. Ach, ich habe auch Schule, pinst nicht rum. Du musst aber keine Arbeit schreiben. Ich muss schon um 9 aufstehen. Also. Was musst du denn, was muss ich nicht machen? Ich muss um 5 aufstehen. Ja. Du musst keine Arbeit schreiben. Ich muss gar nicht aufstehen. Ich muss auch morgen gar nicht aufstehen. Man muss denn irgendjemand sagen, ja, ihr habt euer Brückentag wegen dem scheiß Feiertag. Ja, eben. Und ich hatte keinen Bock dafür, einen Urlaubstag zu opfern. Und jetzt, wo ich es mit Überstunden versucht habe, wurde es abgelehnt, weil zu viele Leute Urlaub haben. Schade. Aber ist eigentlich auch egal. Hier nur ein paar Stündchen. Oh, ich habe einen Siegpunkt, by the way. Äthiopien und Nadal als Protektorat, okay. Was? Was für ein Siegpunkt? Jetzt. Zwei polnische Provinzen erobert. Ja, ne, Moldawien erobert. Ein Siegpunkt nicht permanent. Und darum wolltest du jetzt noch kurz, oder ging's um? Ja, genau. Okay, jetzt können also, wir mal aufhören. Gut, ich drücke jetzt Pause, falls noch irgendjemand irgendwo kurz was einstellen will. Lam, lam. Was einstellen? Ich weiß eins, beim nächsten Mal, wenn wir weiterspielen, muss ich ganz dringend ganz viele Embargos brechen. Ich würde sagen, passt. So, ich save's ab. Keine Ahnung, ja, du willst Embargos verhängen? Wollt für euch oder wie auch immer. Ich werde Embargos verhängen. Ja, also wie gesagt, Samstag 16:30. Ich werde jetzt erst noch mal kurz mit MC reden. Wenn jetzt jemand danach noch mal was über irgendwas Bestimmtes reden möchte oder so, bleibe ich gleich natürlich noch online. Aber es geht darum, wenn ich dann Toskana am Samstag übernehme. Jetzt wissen, ob ich das auch so verstanden habe. Ja, ansonsten alle, die jetzt weggehen, gute Nacht. War eine gute Runde. Schön, dass keiner gequittet ist und bis Samstag dann oder spätestens bis Samstag. Oh mein Gott, ich quittet, das scheiß Spiel.